XXL Film, der Podcast. Mercedes Echerer im Gespräch mit Tissi Brandhofer und Fabian Eder. Herzlich willkommen. Hallo. Anlass unseres heutigen Podcasts ist der schreckliche Unfall vor wenigen Wochen in Hollywood auf einem Set, wo Alec Baldwin Helena Hutchins versehentlich mit einer Schusswaffe tödlich getroffen und damit auch getötet hat, indirekt. Das hat bei vielen Bestürzung ausgelöst, also bei allen nehme ich an, Bestürzung ausgelöst. Und die erste Frage, die allen auf den Lippen lag, brannte, war: Wie konnte so etwas passieren? Und darüber möchte ich mit euch beiden reden. Tissi ist nicht nur Experte für Spezialeffekte, auch Stunt-Koordinator und hat eine unglaublich lange und breite Erfahrung auf diesem Sektor. Und Fabian Eder, der sich um alles, was Arbeit und Recht am Filmset betrifft, sehr engagiert. Und hier geht es ganz konkret um Sicherheit am Set. Das ist eine Frage, die uns alle betrifft, vor und hinter der Kamera. Tissi, kannst du uns kurz erklären, wie kann so etwas überhaupt passieren, wenn es dafür eine Erklärung geben kann? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es passieren kann, weil wir nicht dabei waren. Aber jetzt mal eine Vermutungsregel, ja, von dir. Rein theoretisch, oder das, was ich mir denke, ist, dass die einfach einen ziemlichen Stress gehabt haben und einfach viele Menschen oder mehrere Menschen, jeder für sich einen Fehler gemacht haben, der sie dann in Summe potenziert hat zu dem, dass er davon verstirbt. Darf ich dich kurz etwas fragen? Die Regeln sind ja unterschiedlich zwischen den USA und Europa. In Europa haben wir, glaube ich, auch einen Fleckerlteppich von unterschiedlichen Regeln. Aber sag mal, so im großen Rahmen einmal, wie ist denn in so einem Fall die Verantwortung in den USA? Wer ist da verantwortlich, dass es diese Sicherheit am Set gibt, dass wenn ich eine Schusswaffe als Schauspieler in die Hand nehme, dass die eine Cold ist? Naja, der erste oder die erste Person, die dafür zuständig ist, ist der Waffenmeister oder die Waffenmeisterin, die dafür Sorge zu tragen hat, dass die Waffen sicher verwahrt werden und die im Normalfall diese Waffe an den Schauspieler übergibt. Direkt, die Waffenmeisterin, der Waffenmeister an. So wie ich es kenne, ist es immer so gewesen, dass der Waffenmeister einfach direkt persönlich die Waffe übergibt. Das ist auch das, was wir in Österreich handhaben. Und den Schauspieler, die Schauspielerin definitiv darüber aufklärt, wie der Ladungszustand einer Waffe ist, ob da ein Schuss drin ist, ob da fünf Schüsse drin sind, ob keiner drinnen ist. Manchmal zeigt er auch ganz explizit, da ist nichts drinnen oder da sind fünf drinnen. Aber das ist das, was einmal der direkte Kontakt. Und die Waffe wird üblicherweise direkt vor dem Drehen der Szene übergeben und wird unmittelbar danach wieder abgenommen und entladen. Das ist das. Da ist also dazwischen die Requisite nicht am Ball. Naja, das ist die Requisite, der Waffenmeister arbeitet für die Requisite. Okay. Ja. Und manchmal gibt es die Kombination, dass der Requisiteur auch gleich der Waffenmeister ist. Aber nichtsdestotrotz ist das die Funktion, die dafür zuständig ist. Also Head of Department Requisite ist quasi auch Head of Department von Waffenmeister, Waffenmeisterin. Genau. Jetzt war aber in dem konkreten Fall auch noch eine andere Stufe mit eingebunden, nämlich der Regieassistent, der dann plötzlich nur noch Assistent war. Wessen Assistent? Das hat natürlich auch andere Regeln in den USA. Kannst du uns das kurz erläutern? In Amerika gibt es die Position des First ADs, des First Assistant Directors, der ein bisschen eine andere Funktion hat wie in Österreich. Der steht mehr, das ist schwer zu sagen, mehr auf Produktionsseite, wie auch immer. Er ist eigentlich organisatorisch die hauptverantwortliche Person am Set, dass einfach der Drehplan gehalten wird und dass einfach die Dinge so passieren, wie sie passieren sollen. Er ist auch der zuständig ist für Sicherheitsbriefing zu Drehbeginn bzw. vor dem Drehen einer heiklen Szene. Und ja, so ist es. Also eigentlich ist er eine der hauptverantwortlichen Personen am Set, so wie ich das gesehen und verstanden habe. Und in dem Fall ist er besonders verantwortlich, weil er die Waffe in der Hand hatte? Ja, so wie wir wissen oder so wie man es jetzt aus den Medien kennt, ist er die Person, die diese Waffe einfach vom Trolley der Waffenmeisterin genommen hat, so wie die Medienberichte verstanden, ohne sich zu vergewissern, in welchem Zustand sie ist. Und sie dem Alec Baldwin überreicht hat mit den Worten Cold Gun, was nicht gestimmt hat. Aber wenn er sie nicht angegriffen hätte, dann würde ihn keine Schuld treffen.
Jetzt nach der Rechtslage, die uns bekannt ist. Wenn er sie nicht angegriffen hätte, ist dann die Frage, wer hätte sie angegriffen und wer hätte sie dem Alec Baldwin übergeben? Wenn es dem normalen Prozedere gefolgt wäre, hätte das die Waffenmeisterin tun müssen. Warum auch immer die es nicht tat oder warum auch immer die nicht da war, wissen wir nicht. Aber üblicherweise hat er da für mein Verständnis seine Kompetenz einfach überschritten, indem er einfach was genommen hat, was nicht seins war. Sage ich jetzt mal blöd. Andererseits könnte man auch so interpretieren, dass man sagt, jemand, der sich besonders bemüht, dass alles gut funktioniert, hätte da auch noch einmal nachgeschaut, obwohl es nicht seine oder ihre Verantwortung ist. Ja, das ist das hätte. Hätte er. Aus dem Stress, den die möglicherweise gehabt haben, ist das verständlich. Das ist auch das, was wir hier in Österreich ja auch sehr gut kennen, dass sich Menschen vom Set in Departments einmischen, die nicht ihr sind. Weil sie auch Schrauben ausvertragen können, weil gerade der Bühnenmann nicht da ist oder sonst irgendetwas und vielleicht die Konsequenz nicht kennen, was passiert, wenn man da als Schrauben ausvertragt. Ja. Also es ist einfach eine Kompetenzüberschreitung, meiner Meinung nach. Was jetzt ein bisschen wie Good Old Kakanien klingt, mit den, wer ist für was zuständig und welche Abläufe müssen eingehalten werden, das ist wirklich ein Regelwerk am Filmset. Ohne dem würde ein Film nicht funktionieren. Das sind ganz klare Regeln. Es gibt ganz klare Abläufe. Wenn man sich an diese nicht hält, dann wird das Gesamtwerk Film nicht funktionieren können, schon gar nicht in einem bestimmten Zeitraum, der vorgegeben ist. Das heißt, wir kennen am Set all diese Regeln, aber wir kennen nicht immer die Details. Und du hast vorhin gesagt, es ist eigentlich eine Sache der Verantwortung von den einzelnen Departments. Und die Regeln für Sicherheit, das ist ein wahrscheinlich meterlanges Papier, das wird keiner gelesen haben, bevor er aufs Set geht oder vielleicht nicht alles gelesen haben. Aber einer muss es ja wissen, weil einer letztendlich dann auch die Verantwortung hat. Wie könnte man das etwas verbessern, ohne dass wir jetzt alle Juristerei studieren müssen, sondern einfach mit Hausverstand, mit Verantwortung und Bewusstsein an diese Sache herangehen? Fabian, du lächelst. Ich nehme an, dir brennt auch schon eine Antwort auf den Lippen. Nein, mir brennt da gar keine Antwort, weil die natürlich sehr schwer zu geben ist. Ja. Auf der einen Seite, glaube ich, haben wir alle diesen Beruf auch ergriffen, weil wir gewisse Freiräume gern wahrnehmen und auch haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, wie du sagst, wir alle wissen, wie ein Filmset funktioniert, ja? Aber wir wissen nicht immer, ob es alle anderen auch wissen. Und dort beginnt das Problem. Ja? Also es ist eine Frage der Kommunikation, ja, des Briefings. Wir haben das auch in anderen Feldern, Stichwort Verhaltenskodex generell, auch was jetzt zum Beispiel die Thematik des sexuellen Übergriffs angeht. Auch da wird nicht im Vorfeld gut kommuniziert und es gibt im Nachhinein, nach der Produktion, diese wichtige Feedback-Schleife nicht, ja, wo sich das ganze Team zusammensetzt als einen disponierten Termin, wo nicht der Hauptdarsteller sagt, ich habe keine Zeit und der Kameramann schon wieder eine Werbung trat, sondern es muss ein disponierter Termin sein, wo man sich vor der Produktion zusammensetzt und sagt, das sind die Regeln, unter denen wir diesen Film machen und nachher sich zusammensetzt und sagt, und jeder offen sagen kann, das hat funktioniert und das hat nicht funktioniert, weil dann können wir etwas für die nächste Produktion mitnehmen. So kann man das selbst regulieren. Alles andere, was darüber hinausgeht, wird sich nur auf einem letzten Endes rechtlichen Weg machen lassen. Ne? In Amerika, also die Berichte, die wir jetzt gerade gelesen haben, ich möchte mich jetzt nicht an diesem Schussunfall festkrallen und nur darüber reden, wie gesagt, wir waren alle nicht dabei. Die Medienberichte kann jeder nachlesen, der sich dafür interessiert. Es geht um das Faktum Sicherheit am Arbeitsplatz. Ganz konkret natürlich Sicherheit am Filmset jetzt für uns. Man konnte eben nachlesen, dass einige aus der Crew ausgeschieden sind aufgrund der nicht eingehaltenen Sicherheitsregeln oder einfach nicht ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen, die im Vorfeld getroffen wurden. Und man hat dann zurückgegriffen auf nicht durch gewerkschaftliche Organisationen vertretene Mitarbeiter, also Freiwilligen, unter Anführungszeichen. Und Freie haben immer wieder eine schwierigere Situation, das wissen wir, egal wo. Jetzt
wenn dort geklagt wird, auf einem Filmset in Los Angeles, dass nicht genug Geld vorhanden war, nicht genug Zeit da war, um alles so vorzubereiten, dass es wirklich optimal ist, dass dann immer noch keine 100.000-prozentige Garantie ist, dass nicht was passieren könnte, aber zumindest alles getan wurde im Vorfeld, dann sage ich mir, ja, wir leiden auch unter Zeitmangel und unter Geldnot für diese Vorbereitungen, für die Einhaltung dieser Regeln, die wir ja eigentlich alle kennen, zumindest glauben wir sie zu kennen. Was seht ihr da eurer Meinung nach? Wo fängt es denn an? Was sind denn die kleinen Schritte, die jeder selber tun kann, ohne jetzt ein neues Gesetz brauchen zu müssen? Wo fangen wir an? Naja, ich sage jetzt einmal, die gesetzlichen Regelungen gibt es. Ich glaube, man muss keine neuen Gesetze erfinden, damit da irgendwelche, damit das sicherer wird. Die gibt es, die kann man auch nachlesen. Dass man sie nicht immer alle auf Punkt und Beistrich einhaltet, weil es mühsam ist, weiß man auch. Aber es gibt den Hausverstand, wie wir das alle nennen. Es gibt die Aufmerksamkeit, die fehlt. Und das, was du gerade mit der Feedback-Runde gesagt hast, Fabian, ist super. Aber was ich mittlerweile sehe, es fehlt seit einigen Jahren immer wieder bei Projekten, es fehlt schon die Vorbereitungsrunde. Es gibt schon ganz lange keine Produktionsmeeting, vor Drehbeginn, wo sie alle Head of Departments gemeinsam auf den Tisch setzen, durch ein Drehbuch und durch einen Drehplan durchgehen und darauf hinweisen oder einfach dort durchgehen und jeder für sich, für sein Department die spezifischen Dinge anbringen kann, wo viele Probleme schon im Vorfeld gelöst werden können. Und das gibt es nimmer. Warum? Das kann ich dir nicht sagen. Es hat nicht mit Zeit- oder Geldmangel zu tun. Es hat, glaube ich, einfach mit Unwissenheit zu tun. Ich glaube, es hat schon auch mit Zeit- und Geldmangel zu tun. Ich meine, das, was hier fehlt, sind tatsächlich Compliance. Ist sozusagen eine Compliance Codex unter den Filmschaffenden. Da nehme ich die Produzenten ganz bewusst natürlich mit. Das ist, die Vorbereitungszeiten gerade in der Ausstattung werden immer kürzer, ja. Auch für Regieassistenten werden immer kürzer, die Arbeitszeiten werden immer länger, auch ein Unsicherheitsfaktor. Auf der anderen Seite wollen wir alle nicht, da sei Gott vor, dass jeden Tag das Arbeitsinspektorat am Filmset steht. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, in den letzten 40 Jahren auf keinem Filmset gestanden. Also da gibt es auch irgendwas, was nicht ganz rund läuft und das auch diese Wildwüchse natürlich befeuert. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass es da auch, und das muss man einfach ganz offen, ohne jetzt jemanden deswegen ans Bein zu pinkeln, ganz offen aussprechen, die Produzenten sind angehalten, sich auf einer Plattform zu verständigen, die verschiedenen Verbände und auch die verschiedenen Zugänge, um wirklich gemeinsam gegenüber den Finanziers aufzutreten, sprich dem Österreichischen Filminstitut, aber vor allem natürlich auch gegenüber dem ORF. Ja. Weil es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite heute bei Serien bei 6,5 Drehtagen sind und auf der anderen Seite jeder Produzent sozusagen alleine seine Bedingungen ausmacht, weil er glaubt, er kann sich irgendwo was ausschön. Ja. Das wird, also so werden wir permanent unterwandert und das ganze System wird sozusagen so unterspült und so verhindert man natürlich auch, dass sich da eine gewisse vernünftige, ich will gar nicht sagen Solidarität, sondern nur Absprache bildet, wie man sicher und vernünftig produziert. Das hat natürlich auch mit den Arbeitszeiten zu tun. Und auf der anderen Seite, und da nehme ich sozusagen uns in die Pflicht, ja, kann es nicht sein, dass wir, wenn ich weiß, ich habe 6,5 Drehtag für eine Krimiserie, kann ich nicht versuchen, einen James Bond zu machen. Ja? Also irgendwann einmal muss man dazu übergehen, dass man auch sagt, das ist auch ein Professionalitätsmerkmal für ein hohes Professionalitätslevel ist, dass man, wenn man eine 6,5 Tage-Serie macht, die auch genau so ausschaut, wie eine 6,5 Tage-Serie eben ausschaut und nicht wie eine 20-Tage-Serie, wie sie vielleicht irgendwo in Amerika produziert oder für Netflix. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen das Geld nicht rauslässt für anständiges Programm, na, dann kriegen sie unanständiges Programm.
Also unter all den vielen Punkten, die ich mir notiert hätte, die wir durchgehen könnten, kann man es jetzt einfach sagen, es ist ein Problem von Money. Weil wenn man genug Zeit hat, dann hat man auch die Zeit, sich vorzubereiten. Wenn man genug Zeit hat, sich vorzubereiten, hat man die Zeit, darauf zu achten, dass man qualifizierte Mitarbeiter hat, vor allem qualifizierte Head of Departments, weil ich erinnere mich an manche Gespräche, die man halt so mitbekommt im Laufe der Jahre, wenn es heißt, naja, das weiß ich nicht oder so. Und wenn man dann denkt, na, das wäre schon ganz gut, wenn der wüsste, was er da jetzt genau macht. Ja. Die Zeitfrage ist auch immer eine Geldfrage. Also ich am Theater haben wir ja oft mehr Zeit, scheinbar, als am Filmset, weil ich kann mich gut erinnern, man versucht irgendetwas Außergewöhnliches und da kommt der Chef von der Technik und sagt, das geht nicht. Dann hat man einen Weg gesucht gemeinsam, wie das dann möglich ist. Aber es war ganz klar, dass der eine entscheidet, was geht und was nicht geht. Ist das wirklich so klar am Filmset, gerade wenn es um spezifische Sachen geht, wie Stunts, wie Spezialeffekte? Nein, es ist spannend, ich denke darüber nach. Es hat sich in den letzten 30 Jahren oder über 30 Jahren, wo ich das mache, in Österreich eine gewisse Professionalität ausgebreitet, was sehr gut ist. Also es wird nicht mehr so gearbeitet wie früher. Auf der anderen Seite hat diese Professionalität und auch noch mehr Spezialisierung mit sich gebracht, dass die Menschen oder dass die, sagen wir, Kollegen viel mehr in ihren Kasteln denken, in ihren Bereichen und nicht darüber hinausschauen. Das heißt, Spezialeffekte ist für Spezialeffekte zuständig und für nichts anderes. Licht ist für Licht zuständig und für nichts anderes, was auch grundsätzlich immer so definiert war. Aber früher hat halt dann einer von einem anderen Department gesagt, okay, schau dir das noch einmal an, gefällt dir das? Ist das wirklich okay, was du da machst? Und dann hast du darüber nachgedacht. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass sich eben in diesen 30 Jahren eben gerade Budgets und Drehzeiten extremst verkürzt haben. Das hat schon auch damit zu tun, dass man damals vielleicht mehr Zeit hatte, dass jemand noch einmal so im Vorbeigehen drüber geschaut hat oder ihm was aufgefallen ist. Aber diese Professionalisierung hat schon auch, glaube ich, zur Folge, dass man sagt, das ist mein Bereich, das, was der da macht, geht mir nichts an und wann, dann fällt es ihm am Schädel und nicht mir. Also das ist irgendwie, es fehlt ein bisschen so das Ganze. Also Qualitätsstandards, Verantwortung das und Durchreglementierung innerhalb eines Departments scheint klar zu sein, aber die Kommunikation, an der mangelt es, was ja auch eine Zeitfrage ist, das sind wir wieder beim Geld, aber auch eben eine Sache in der Bewusstseinsbildung, im Erfahrungsprozess, in der Ausbildung, aber vor allem dann, wenn man selber am Set steht und oder am Set mitarbeitet. Wie könnte man denn da ein bisschen was verbessern? Großes Schweigen. Wie du meinst, jetzt in der Ausbildung grundsätzlich? Oder? Nein, überhaupt, weil ich bin immer dankbar und glücklich, wenn am Set mir jemand zum Beispiel, wenn es dunkel ist, einen Weg leuchtet, weil es kein Arbeitslicht für den Weg gibt oder mitdenkt und mir ein Sicherheitsgefühl gibt. Das finde ich ganz toll. Ich bin da sehr dankbar dafür. Aber ich weiß auch, dass es manchmal zu viel ist für alle Beteiligten. Ich weiß auch, dass die Gespräche zwischen Departments einfach aus zeitlichen Gründen manchmal nicht stattfinden können. Deswegen muss das im Vorfeld passieren. Naja. Aber ist dafür ein Bewusstsein gegeben, weil dass wir unter Geldnot für eine ausreichende Finanzierung in diesem Sinne reden wir schon länger. Das ist nicht seit gestern naja, so. Naja, das weiß ich nicht. Da will ich gerne widersprechen. Bitte widersprich. Weil ich glaube, dass das österreichische Problem, das wir da haben, das ist ein selbstgemachtes, darüber kann man lang reden. Ja. Aber es herrscht momentan, trotz Corona und allem, oder wegen Corona, wie weiß ich es nicht, eigentlich Vollbeschäftigung. Ja. Du kriegst kaum mehr Leute, und zwar weltweit. Es ist mehr Geld in dem Markt als je zuvor. Der Audiovisual Content Markt ist einer der am stärksten wachsenden Märkte überhaupt auf der Welt, Wirtschaftsmärkte. In Österreich schrumpft er seit 10 Jahren. Da muss man sich fragen, wieso ist das so? Ja, also da muss man auch einmal also einfach wirklich die wirtschaftliche Frage stellen. Wird hier etwas blockiert, absichtlich oder unabsichtlich, was so nicht Sinn macht? Ja? Stichwort Incentive-Finanzierung,
die auch wieder, es kommen ja kaum mehr ausländische Produktionen oder internationale Produktionen zu uns, wie du weißt, die gehen woanders hin, weil es dort einfach diese Incentive-Modelle gibt. Bei uns liegt das jetzt seit über 5 Jahren fix und fertig am Tisch, hat 3 Regierungen überdauert und wurde von keiner umgesetzt. Da war also jetzt mittlerweile praktisch schon jede Partei einmal in Regierungsverantwortung. Niemand hat das umgesetzt. Ja. Da gehen uns wirklich viele, viele Millionen Euro jedes Jahr durch die Lappen, die uns in der Infrastruktur fehlen. Zum Beispiel für gescheite Studios, ja, wo man dann sagt, muss ich für das Motiv wirklich auf ein Originalmotiv gehen, das blöd zu drehen ist, unsicher zu bearbeiten, wo ich den Ton nicht verwenden kann, wo es finster wird, wo es regnet. Oder, also all diese Dinge. Wir haben ein großes Manko, stellen wir jetzt gerade fest in der Diskussion mit den Castern und mit den Schauspielerinnen. Wir haben ein ganz großes Manko, was zum Beispiel Greenscreen-Produktion bei uns angeht. Das kann bei uns niemand, das unterrichtet auch niemand, das wird auch nicht, forciert, es gibt auch zu wenig Fazilitäten dafür. Also das sind alles so Sachen, das sind Strukturdinge, ja. Aber grundsätzlich ist das Geld in dem Markt nicht das Problem. Das habe ich auch nicht gemeint, deswegen war das ja kein Widerspruch. Aber es war interessant, was du wieder einmal erzählt hast. Wir können es nicht oft genug erzählen, diese Fakten, die du erwähnt hast. Es gibt genug Geld, aber wie wird das eingesetzt? Das ist der wesentliche Punkt. Wir wissen alle, dass vor allem in den letzten 15 Jahren junge Produzenten, Produzentinnen, die sich auf den Markt begeben haben, mit einer unglaublichen Selbstausbeutung gearbeitet haben. Wir wissen, dass es viele junge Menschen am Set gibt, in den verschiedensten Departments, die in der Ausbildung stehen, das vielleicht nebenbei machen aus Interesse, weil es irgendwie komplementär zu ihrer eigenen Ausbildung ist, in den unterschiedlichen Technikbereichen auch unter der Selbstausbeutung sich einbringen. Das heißt, wir haben schon eine Generation, die gewohnt ist, unter Selbstausbeutung zu arbeiten, die sich gewerkschaftlich nicht vertreten fühlt, weil sie gar nicht weiß, dass es eine Gewerkschaft gibt, die bestenfalls bei einer Berufsvereinigung dabei ist und irgendwann einmal gehört hat, da gibt es vielleicht Standards, Kodex, an die sich eine Berufsvereinigung sich selbst auferlegte Kodex hält. Das ist vielleicht alles nicht so wichtig, weil man will das Beste jetzt, schnell, das meiste in kurzer Zeit schaffen. Ja? Mit einem hohen Anspruch an sich selbst und an die Produktion, an der man beteiligt ist. Das heißt, wir haben hier schon eine Generation von Menschen, Kollegen, Kolleginnen am Set, denen wir überhaupt erst einmal erzählen müssen, dass Sicherheit am Set nicht dem Zufall überlassen ist, sondern dass das mehr ist als nur du und deine Sicherheit oder die Sicherheit deines Gegenübers. Ich möchte mich auf die Sicherheit konzentrieren. Es war interessant, Fabian, dass du jetzt das so ein bisschen im Kontext von mehreren Dingen betrachtet hast. Aber ich möchte auf die Sicherheit kommen, denn das ist vielleicht auch ein Hebel, um andere Probleme mitlösen zu können, weil das ist wirklich ein großer Punkt. Wir möchten alle sichere Arbeitsplätze. Es gibt ja für die Arbeitnehmervertreterinnen, es gibt ein Arbeitnehmerschutzgesetz. So etwas Vergleichbares brauchen wir am Set. Brauchen wir sowas am Set oder brauchen wir das nicht? Oder reicht das, was es gibt? Tissi, was ist deine Meinung? Na, es gibt das Arbeitnehmerschutzgesetz und das gilt auch am Filmset. Nur ich glaube, die wenigsten haben es gelesen. Okay. Das ist so ähnlich wie mit dem Kollektivvertrag. Also wir haben ein sehr gutes Arbeitsrecht, wir haben einen sehr guten Kollektivvertrag eigentlich. Ja. Er wird nur nicht eingehalten. Und es hat einfach mit diesen, wie gesagt, das Arbeitnehmerschutzgesetz ist sehr umfangreich und wenn man das auf Punkt und Beispiel, habe ich sehr stark gesagt, einhalten würde, wird es schwierig. Aber es würde schon einmal sehr gut sein, wenn manch Verantwortlicher in der Produktionsabteilung das gelesen hat, damit er überhaupt weiß, wofür er gerade steht. Und vielleicht auch an die verschiedenen Head of Department auch weiter kommuniziert, was sie dafür tun können, damit das eingehalten wird. Ja, also kannst du uns ein Beispiel aus deiner Erfahrungswelt sagen? Wenn ich in der Nacht beim Nebelmachen mitten am Set in ein Loch fall bis zur Hüfte, das mit Wasser gefüllt ist, das derart abgesichert wird, dass da einfach ein Stecken drinnen steht und sonst nicht, und das ist zugewachsen mit Gras, dann habe ich mich wahnsinnig geärgert, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber da war vorher einige andere Departments am Arbeiten, unter anderem die Ausstattung.
Und die haben das Loch gesehen, die haben auch einen Stecken reingemacht. Aus irgendeinem Grund haben sich die nicht bemüßigt gefühlt, da vielleicht eine Platte darüber zu legen und das einfach so abzusichern, dass es ist. Und das ist einer der Punkte, die ich gerade sagen wollte. Es sehen, also meine Erfahrung jetzt, meine ganz subjektive, habe ich das Gefühl, dass die Departments alle nur ihr Budget sehen. Ich habe ganz oft Diskussionen, nachdem die Spezialeffekte in viele Departments reingreifen, wie Kostüm, wie Ausstattung, was auch immer. Ich habe ganz oft die Diskussion darüber, dass wir einfach Dinge mehrfach bekommen, um diesen Effekt mehrfach zu machen. Dann sagt er das Kostüm, es gibt diese Jacke nur zweimal, weil man sie nicht dreimal kaufen konnte oder wollte, damit man sein Kostümbudget hält und nicht Ding oder Ausstattung. Du kannst das nur zweimal haben, weil wir haben es nicht öfter. Und wenn du es öfter brauchst, musst du es bezahlen. Sagen, nein, ich bezahle es nicht. Ich zahle es vielleicht aus meinem Budget, aber schlussendlich zahle es immer dasselbe. Und das hat schon auch mit einem gewissen, da sind wir wieder bei der Professionalität, dass einfach die Head of Department sagen, um das so zu machen, brauchen wir das zweimal, dreimal, viermal zum Beispiel in meinem Bereich. Und sonst geht's nicht. Oder sonst warten wir vielleicht 2 Stunden. Wenn wir am Set eine halbe Stunde verlieren, weil ein Requisit nur zweimal und nicht dreimal da war, das ist viel teurer als wie das Requisit. Weil wenn das eine halbe Überstunde wird für 40 Leute, kostet es mehr. Aber ich habe schon die Erfahrung... Wenn man sie bezahlt. Wenn man sie bezahlt, davon gehe ich jetzt einmal aus. Ja, aber schon die Erfahrung, dass das ist mein Budget und die Head of Department versuchen auf Biegen und Brechen ihr Budget zu halten und auch nicht dann dem Produzenten zu sagen, dem Produktionsleiter, du, tut mir leid, da schießt man 100 Euro drüber oder was auch immer. Ja, weil wir brauchen, um das so zu machen, brauchen wir das dreimal. Und da sind wir wieder bei der Produktionsvorbesprechung. Da sitzen wir schon und reden über das. Und jeder verteidigt bestenfalls sein Budget und will nichts hergeben, dass man gemeinsam. Er will brav sein. Ja, weil wenn ich das Requisit dann ein drittes Mal kaufe, was auch schon passiert ist, auf mein Budget und es der Produktion weiterverrechne, wird es schlimmstenfalls teurer. Und es geht aber trotzdem. Also ich habe in den letzten Jahren nie die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich sage, wir brauchen das, damit es wirklich funktioniert und dass es auch professionell abläuft, hat es 2 Reaktionen gegeben. Okay, wir können es uns nicht leisten. Man setzt sie gemeinsam auf den Tisch und sagt, okay, das können wir uns nicht leisten, wie lösen wir es? Genau. Und dann gibt es entweder die Lösung, dass das gar nicht stattfindet oder dass alle gemeinsam zu dem Schluss kommen, okay, wir haben genau einen Versuch, geht er gut, freuen wir uns, geht er nicht gut, drehen wir niemanden einen Strick draus. Oder man sagt, okay, das ist wichtig für die Geschichte, wir brauchen das so oft, wir müssen das Geld in die Hand nehmen, damit es funktioniert. Auch das gibt es. Nur wenn man nie darüber spricht, sondern alle dann schlussendlich erst am Set vor vollendete Tatsachen stellt, dann wird es schwierig und dann beginnt so eine Schuldzuweisung. Ja? Der hat das nicht gesagt, das hätte ich ja wissen müssen, warum sagt mir das keiner? Und dann ist so, dann versucht jeder seine Haut zu retten und gut dazustehen, damit nicht er der Buhmann oder die Buhfrau ist. Und im Endeffekt ist es so lächerlich, wir arbeiten alle gemeinsam auf einem Projekt. Wir arbeiten auf einer Geschichte, die gut werden soll. Das ist der Anspruch. Genau. Und da muss jeder, und zwar jedes Department, sagen, was brauche ich dafür, damit es gut wird. Und das beginnt eigentlich für mich eben mit dieser Produktionsbesprechung davor, wo man dann auch diese Dinge am Tisch legen kann. Und das habe ich schon erlebt, jetzt auch im letzten Jahr wieder. Es gibt manche Firmen, die halten das sehr wohl noch ab. Da sitzt dann in dem Fall der Produktionsleiter und sagt, okay, wir haben es noch nicht geklärt. Welches Department betrifft es jetzt? Und wir gehen erst raus, wenn wir wissen, wen es betrifft. Also wie alles im Leben ist es auch abhängig von den teilnehmenden Kollegen, Kolleginnen mit ihrem Bewusstsein, mit ihrer Verantwortung, mit ihrem Engagement in eine Sache hineingehen mit und zusammenarbeiten. Das ist immer so, egal in welcher Branche man arbeitet. Also wer ist mein Gegenüber? Wie viel Zeit haben wir? Zeit ist Geld. Dann möchte ich aber jetzt noch einmal auf die Qualifikationskriterien kommen, weil wir haben in Österreich auch eine, so viel ich von euch allen immer wieder höre, sehr gute Standards in der Ausbildung. Aber wir begegnen Kamerawagenfahrer ohne Führerschein, Spezialeffekttechniker ohne Pyrotechnikausbildung etc. etc. Wie kann sowas sein? Weil
Das ist eine gute Frage. Nein, ich würde ganz gerne noch zu dem vorher was sagen, weil du hast natürlich schon recht, dass das... es hängt immer sozusagen von der Qualität der Leute ab, wie die sich dann, aber es ist eben nicht nur die Selbstorganisation. Ja. Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Du kannst die besten Leute zusammenbringen, wenn du niemanden hast, der sagt, so jetzt setzt ihr euch an den Tisch und ihnen auch die Zeit dafür gibt, ja, sondern dem womöglich auch noch entgegenarbeitet, weil er Angst hat, dass es zu viel kostet. Ja. Also das sind, da bin ich. Das ist ein Geben und Nehmen. Wir müssen es auch verlangen. Also, ja. Ja? Man muss es auch verlangen und man muss es aber auch bekommen. Ja. Genau. Also das ist, und die Diskrepanz zwischen sozusagen dem, was im Drehbuch steht und dem, was in der Kasse ist, ist ja bisweilen, wie wir alle wissen, ein bisschen zu hoch. Ja? Also das ist einfach so. Ja, aber da gebe ich dir recht, aber der Zugang dazu, zu dieser Diskrepanz, der findet ja nicht statt. Es wird genau. Ja nicht offen auf den Tisch gelegt. Genau. Das ist das, was ich gerade gemeint habe. Ja. In dem setzen wir uns hin, reden wir über die Probleme, die es gibt, wie lösen wir es. Und am Ende von so einer Besprechung gehen wir alle raus mit einer Lösung, die weder den Produzenten finanziell überfordert, noch das Machwerk extrem beschneidet. Ja, da gibt es immer Lösungen dafür. Aber dafür braucht man Zeit im Vorfeld. Dafür muss man sich die Zeit nehmen. Ja. Genau. Und ich meine, eine gute Produktionsbesprechung dauert für ein 90-Minuten-Drehbuch zwischen 4 und 8 Stunden, je nachdem, wie gut die Redekultur ist. Ja, wann nicht jeder irgendwie ständig seins durchsetzen möchte, sondern man einfach jeden zuhört und schaut, wie kann ich es lösen. Das ist halt einfach ein Klassiker. Aber das wird schon funktionieren. Und die Beispiele, die du gerade genannt hast mit der fehlenden Qualifikation, sind ja Beispiele, die ich in einem Mail aufgeworfen habe, ohne da jemanden ans Bein pinkeln zu wollen. Das hat natürlich, ein Spezialeffekttechniker ohne Pyrotechnikausbildung ist überhaupt kein Problem, solange er keine Pyrotechnik macht. Er kann ja alles machen. Ja, ja, aber wenn er für die Pyrotechnik auch verwendet wird, das gibt es ja. Das gibt es möglicherweise, offensichtlich. Ja, nur da fehlt natürlich wiederum, naja, da tun wir uns jetzt dann schwer irgendwann. Ne? Weil auf der einen Seite wollen wir so wenig wie möglich Regeln und Kontrollen, damit wir ungestört arbeiten können. Auf der anderen Seite muss es wir einfordern. Im Endeffekt müsste einfach, blöd gesagt, die Produktion sagen, wo ist es? Also da fängt es auch wieder beim Kopf an. Es wissen ja viele Produktionsleiter meiner Meinung nach gar nicht, welche Gesetze es zum Einhalten gäbe. Da reden wir gar nicht vom Arbeitnehmerschutzgesetz. In meinem Fall reden wir von einem Pyrotechnikgesetz. Das kennt keiner und das kennen nicht einmal meine Kollegen, bin ich drauf gekommen. Ja. Okay. Ja, ich habe mich damit beschäftigt seit 2010, seit das rausgekommen ist. Ich war da bei einigen Tagungen dabei und Treffen in der Pyrotechnikbranche und ja, da ist halt vieles passiert und man weiß, wenn man sich damit beschäftigen möchte, weiß man es. Ja, aber das ist halt leider das Problem. Diese, zum Beispiel beim Pyrotechnikgesetz ganz konkret, das kam 2010. Das Pyrotechnikgesetz an sich hat uns bis dahin nicht betroffen. Das war Feuerwerk und sonst nichts. Alles, was Filmpyrotechnik ist, war gesetzlich nicht geregelt. Gar nicht geregelt nein, bis 2010? Nein, aha. da gibt es das Sprengmittelgesetz, das Spreng- und Schießmittelgesetz oder Verordnungen, wie es damals geheißen hat, da ist einiges hineingefallen. Aber die Filmpyrotechnik an sich gibt es im Gesetz oder gab es im Gesetz nicht. Das war nicht geregelt. Das heißt, jeder hat machen können, was er wollen hat. Rein theoretisch. Ja. Wenn du Feuerwerkskörper, die waren kategorisiert, unsere Filmeffektzünder zum Beispiel sind in keine Kategorie hineingefallen. Klasse hat es damals geheißen im alten Pyrotechnikgesetz. Jetzt, seit 2010 fallen sie in die Kategorie T2. Wissen die wenigsten. Was ist T2? T2 ist einfach für Theater. Mhm. Ja, es gibt T1, T2, S1, S2, also das ist jetzt eine längere Aufzählung. Alles, was 1 ist, ist mehr oder weniger so ungefährlich oder so wenig gefährlich, dass es jeder Laie verwenden kann. Ob 2 bzw. 3 brauchst du dann einfach eine Ausbildung dafür. Mhm. Ja. Die ist nicht schwierig, das schafft so ziemlich jeder, der sich damit beschäftigt. Sie kostet aber Geld. Auch du. Nein, aber du musst bereit sein, für die T2-Ausbildung ungefähr 2.500 bis 3.000 Euro in die Hand zu nehmen, plus 1 bis 2 Wochen Zeit. Mhm.
Und für die Sprengmittelausbildung, das gibt es ja nur im industriellen oder gewerblichen Bereich bei uns, was Sprengstoff betrifft, kommt ja beim Film nicht vor in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Es wird zwar ständig irgendwas in die Luft gesprengt, ja, aber wie die das machen, weiß man nicht. Ja. Aber da fallen wir ins Sprengmittel- oder Schießmittelgesetz. Ja. Das ist wieder eigene Ausbildung. Auch die solltest du machen, sonst kannst du diese Gegenstände oder diese Mittel, diese Sprengmittel gar nicht offiziell beziehen. Gibt es eigentlich eine umfassende Ausbildung für den Bereich, den du abdeckst in Österreich? Oder muss man das, so wie du es beschrieben hast, zusammenklauben? Da von da und da ein bisschen und dort ein bisschen? Wie darf man das vorstellen? Es gibt keine Ausbildung. Es gibt überhaupt keine Ausbildung. Es ist, muss man aber auch sagen, unser Bereich ist ja wirklich so derartig umfassend. Also in den Bereich Spezialeffekte, ich sag's oft den Schülern auf der FH, das beginnt beim übergehenden Milchtopf, ja, bis zur großen Explosion oder bis zum Regen. Also es ist ein Wahnsinn, eine wahnsinnige Bandbreite, und es ist ein ständiges Forschen und Nachdenken darüber, okay, wie lösen wir das jetzt? Wie fällt die Schachfigur da jetzt auf Kommando um, blöd gesagt? Ja, also das kannst du gar nicht greifen, aber es gibt natürlich in den Einzelbereichen sehr wohl Ausbildungen, und die kann man natürlich machen und man kann sie damit fortbilden. Aber in Österreich ist das sehr, sehr dünn gesät. Ist aber auch der Markt nicht da. Ja? Ich kann das, was jetzt um in dem Bereich noch zu bleiben, in der Feuerwerkerei zum Beispiel, haben sie vor 20 Jahren einige Menschen sind draufgekommen, mit Feuerwerken verdiene ich kein Geld, aber ich verdiene viel mehr Geld, wenn ich Feuerwerker ausbilde. Ich glaube, Österreich hat 20.000 geprüfte Feuerwerker oder wo es auch immer. Ja? Weil das halt viele interessiert, und der sagt, ja super, das mache ich, dann darf ich zu Silvester ein großes Feuerwerk schießen. Eh falsch, darf er eh nicht. Aber er könnte es rein theoretisch, wenn er wollte. Ja? Und das ist halt viel Geld zum Verdienen. Mhm. Ja, das ist ja lustig, weil das, was du beschreibst, sozusagen mit diesem Forschen oder diesen immer anderen Herausforderungen, das ist ja das, was dieses ganze Berufsfeld ausmacht. Ja. Das ist auch das, was uns innewohnt. Aber es ist schon interessant, dass eine Schauspielerin oder ein Schauspieler eine Prüfung ablegen muss, aber ein Spezialeffektler nicht. Ja. Das ist auch sehr unterschiedlich in meinem Bereich, aber ja. Ja, aber es, auch wenn das sozusagen ein Formalakt ist, ja. Also ich, wenn ich das jetzt vergleichen darf, das ist mit Kroatien. Ja. In Kroatien hat man irgendwann vor 20 Jahren gesagt, so, wir verlangen einen Bootsführerschein. Das ist eine Farce, diese ganze Ausbildung und Prüfung, aber allein durch das Einführen sind die Wassersportunfälle um 85% zurückgegangen. Also das heißt, so, was ich damit sagen will, so idiotisch das dann ist, dass man sagt, okay, was ist das? Nein, das ist, aber es macht was im Kopf, und du weißt zumindest, du hast dir irgendwann einmal überlegt, was passiert, wenn ich mit dem Finger in die Steckdosen greife. Ja, da ist jetzt in meinem Bereich zu sagen, ich meine, es gibt 4 bis 5 Menschen oder Firmen, die das in unserer Branche in Österreich machen, meinen Job, ja, für die eine eigene Ausbildung jetzt zu erfinden, ist schwierig. Das muss wer machen, muss wer abnehmen. Also ich meine, das ist auch, ich habe schon Erlebnisse gehabt auf Bezirkshauptmannschaften, was sowas wie sie gibt es wirklich. Ja. ist lange her, aber das war so. Ja, weil einfach das zu klein ist. Ja. Und ich muss sagen, der Vergleich mit Kroatien hinkt natürlich, weil Menschen, die mit Motorbooten in Kroatien spazieren fahren, gibt es viele. Dadurch gibt es wahrscheinlich auch, oder gab es viele Unfälle, und dadurch gab es vielleicht auch die Reduktion. Sowohl ich als auch die Kollegen, die ich kenne, weiß ich, dass die schon sehr verantwortungsbewusst arbeiten. Auch wenn ihnen vielleicht die eine oder andere Ausbildung fehlt. Aber mir ist jetzt in der schnellen Erinnerung kein Unfall oder irgendwas bekannt, wo man sagen kann, da hat jemand fahrlässig oder unwissend gehandelt. Ja? Also alle Unfälle, die ich auf Filmsets kenne, haben eigentlich, also in meinem Department fällt mir keiner ein. Also Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja.
Aber alle anderen, die ich kenne, wo man vielleicht mitbeteiligt hat, oder ich nehme auch Fastunfälle dazu, ja, da kenne ich auch von mir einige Situationen, wo man sagt, wenn das jetzt anders gewesen wäre, wäre es ins Auge gegangen. Aber dass man wieder tut, dass einfach nicht nur mal wer drüber schaut. Und viele sehen es und sagen nachher, nee, ich merke doch, dass das knapp wird. Ja, ja verdammt, wieso sagst du nichts? Ja. Ja, aber weißt du, diese, es ist natürlich schon so, also das ist jetzt längere Zeit her, aber ich kann mich erinnern an einen Dreh, wo wir so eine Autoverfolgungsgeschichte gedreht haben, das war in der Dominikanischen, da ist ein Sportwagen über so einen Feldweg gefahren, ja, und wir haben eine Einstellung gedreht mit einer langen Brennweite, 300 oder 600, irgendwas wirklich Langes, ja, und standen mit der Kamera hinter einer engen Brücke, die auf der Seite zwei Betonsockel hatte. Und ich sage zu dem Schauspieler, du fährst da runter und du brauchst nicht mehr fahren als einen 30er, weil das schaut in der Optik super aus. Ja? Und du bleibst dann da vorne 50 Meter vor der Brücke stehen. Der ist da runtergefahren mit einem 80er oder 90er und ist weniger als 20 Zentimeter an der Kamera vorbei geschossen und du bist dort in dem Moment dem völlig ausgeliefert. Und das hat jetzt nichts mit deinen Kollegen, habe ich größtenteils wirklich wunderbare Erfahrungen gemacht und mich auch immer sicher gefühlt am Set, ja. Aber solche Sachen, wie gehst du damit um? Wie kann man da die Gefahr eindämmen? Du sprichst etwas an, wir wollen ja alle einen sicheren Arbeitsplatz und wir wollen alle am Set uns aufeinander verlassen können. Natürlich schießt man manchmal übers Ziel oder es gibt dann so Tage, wo man einen schlechten Kaffee getrunken hat. Das führt dann zu solchen Dingen wie, na jetzt fahr aber mit einem 80er runter oder jetzt stelle dir das dorthin, dass das nicht erwischt, was auch immer. Sowas kann ja immer passieren, ist allzu menschlich. Aber grundsätzlich dieses Gefühl, man möchte sich auf alle verlassen können dürfen, muss ja auch etwas sein, was einen nicht nur bei der Verantwortung packt, sondern etwas Schönes ist. Und man sagt, hey, die brauchen mich, die brauchen meine Kompetenz, die brauchen meinen Beitrag. Das kommt doch alles auch durch die Art und Weise, wie wir miteinander reden, zustande, oder? Oder bin ich zu naiv? Nein, ich glaube, das ist, entschuldige, wenn ich da noch ganz kurz einhake, ja. Du wirst von einem Busfahrer, wirst du auch nicht entschuldigen, dass der vielleicht einen schlechten Tag hat, weil er mit einem 80er vor der Schule vorbeifährt, ja. Sondern du erwartest, dass er einen 30er fährt und stehen bleibt, ja. Und das hat mit einem schlechten Tag oder einem falschen Kaffee nichts zu tun. Ja, okay. Naja, das gibt es aber trotzdem. Ja? Ich habe es nicht entschuldigt, ich meine es nicht entschuldigend, ja, sondern erklärend. Ja. Da sind wir dann schon bei der Professionalität. Das ist einfach eine Frage der Professionalität. Ja. Das Spannende ist, also das Beispiel mit dem, was du gerade sagst, ist ein sehr gutes und leider eines, das auch sehr häufig vorkommt. Und das betrifft auch Kollegen von mir. Also ich habe Stuntfahrer verunfallen gesehen in einer Art und Weise, wo ich mir denke, wie gibt's das? Ja? Spannenderweise weiß ich von keinem Unfall, der während des Drehens passiert ist. On camera. Die meisten Unfälle, die ich kenne, sind off camera passiert. Das heißt, am Rückweg. Wir drehen von A nach B, so wie du sagst, vor mit einem 30er. Gut, du fährst mit 30, sitzt in dem Auto und denkst dir, bist du deppert, ist das Fahrt, was das ist, ein Stuntfahrt, na super. Ja. Die wissen ja da alle, da schauen jetzt 100 Leute zu, die wissen ja gar nicht, wie gut ich fahren kann. Ja. Aber nachdem ich es im Bild nicht zeigen darf, weil der gesagt, du sollst nur einen 30er fahren, es reicht, dann zeige ich beim Zurückfahren, wie gut ich es kann. Und dann passieren die absurdesten Dinge. Da passieren Sachen und das passiert immer noch, wo ich mir denke, hallo. Und ich schaue mir Menschen an, wenn ich jetzt jemanden nehme zum Fahren, schaue ich mir die an, wie sie zurückfahren. So blöd es klingt. Oder beim Proben. Ich habe einen gehabt, der hat sich bei mir beworben. Wir haben gedreht in seiner Zeit am Reifentestgelände von Semperit in Teesdorf, das Leerstand, ganz eine andere Geschichte. Da fahre ich her, jemand mit einem Motorrad fahren. Und dann gehe ich nachschauen, wer das ist.
ist es der Kollege und der fährt dort wie ein Henker, ohne Helm, ohne alles. Und ich hole mir und sage, was ist? Ja, es ist ein Fahrt gewesen. Ich sage, was? Ja, ich wollte zeigen, was ich gesagt habe. Entschuldige, ohne Sicherheitsmaßnahmen, das geht nicht. Also das hat was mit Professionalität zu tun. Und bei den internationalen Geschichten, die ich kenne und wo ich dabei sein durfte, das ist abgesichert Länge mal Breite. Und dann kommen diese Stuntleute aus aller Herren Länder und zeigen, wie lässig und gut sie sind. Und die sind groß, das ist sehr gut. Und dann machen sie diesen Stunt und denken sie, das war's schon. Ich brenne da und mir ist nicht einmal warm geworden. Ja. Ich fahre da mit dem Auto rasant um die Kurve und staubt ein bisschen, das war's. Da geht noch viel mehr. Ja. Und dann passiert's. Und das ist spannend. Ja, aber das hat einfach schon auch mit Head of Departments zu tun und was auch immer. Die sagen, du, pass auf, das geht so nicht. Ja? Und da, wie gesagt, warum ein Schauspieler zum Beispiel so eine Szene fahren muss, sei dahingestellt. Da haben wir sich vielleicht einen Stunt-Double oder einen Stunt-Fahrer erspart. Aber auch das ist keine Garantie, dass nichts passiert. Ja? Aber der weiß, also ich weiß es von mir, okay, wenn Kamera, Regie, wer auch immer sagt, fahr 30, dann fahren wir 30. Und ich fahre vielleicht nur 25 und sage ihm, ich bin eher ein 40er gefahren. Also, Entschuldigung, das darf man jetzt nicht sagen. Ja. Also, wir werden es nicht verraten, nein. Nicht so laut aussprechen, aber es haben ja ganz viele keine Relation zu einer Geschwindigkeit. Ja. Das muss mindestens 70 sein. Never ever, wir fahren sicher nicht 70 dort. Ja. Fahren wir mal langsam. Das tasten wir uns heran, ja. Aber das ist ja, das hat schon mit dieser Professionalität und mit dem Standard des professionellen Zugangs zu tun. Ja, mit Sicherheit. Also, ja. Also in dem Fall war das so, nicht ja. ein gesparter Stunt, sondern wenn man den halt tatsächlich erkannt hat und ja. deswegen haben wir das auch so gemacht. Aber da glaube ich, ist das, was du jetzt beschrieben hast, ist schon ein Problem. Und wir kennen das ja auch alle, dass dann von solchen Drehtagen auch einige Teamfahrzeuge nur mit rauchenden Reifen vom Set wegkommen. Und ja, zum Beispiel. Ja, also ganz ein Klassiker. Jeder Produktionsfahrer ist einmal der bessere Stuntfahrer, weil du das gesehen wirst, der gerade vorne und sagt, na, das ist ein Lazarenbruch. Also dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, als einzige Dame hier am Tisch. Also, ich fasse jetzt zusammen. Wir brauchen keine Überregulierung. Wir haben ein bestehendes Gesetz oder mehrere Gesetze, die eigentlich ausreichend sind. Was fehlt, ist Zeit ist bekanntlich Geld, vor allem genügend Zeit für die Vorbereitungen und Kommunikation miteinander, das heißt Verantwortung, Bewusstsein und eben nicht dieses Verteidigen des eigenen Departments, sondern mehr die Suche miteinander, die Lösungen zu finden, was sicher viele auch vorhaben, aber scheitern an Umständen. Versuchen wir nicht, den anderen schuldig zu machen für die Umstände, sondern versuchen wir wirklich die Ursachen für die Probleme zu suchen, die Ursachen und nicht die Symptome. Wenn wir nur die Symptome bekämpfen, haben wir nicht mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Ich bedanke mich für dieses Gespräch, ich bedanke mich für eure Anregungen und ich gehe jetzt mit einem etwas größeren Bewusstsein das nächste Mal aufs Set. Vielen Dank. Dankeschön.